Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 7 hier auf dem Kanal von Rockkartoffel LP. Wir spielen sofort weiter, denn wir sind im Unterwasserreaktor von Junon. Und ich habe das Gefühl, dass hier gleich etwas Großes auf uns zurollen wird. Ein schöner Bossfight. Könnte gut sein, muss aber nicht. So, an dieser Stelle nehme ich jetzt einfach mal den Speichern-Button in die Hand. Und speichere das Spiel, Steckplatz 1, aber nicht auf dem ersten Slot, sondern im zweiten Slot. Denn ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob wir das weiterhin so überleben werden. Naja, wir gucken mal. Wir drücken hier trotzdem F1, denn normalerweise müsste das ja alles noch so richtig gespeichert sein. So, hier geht's links, rechts raus natürlich. Wer bist du? Du bist Rocky! Ja, da bin ich. Ich frage mich gerade, ob ich mich hinter dem auch vorbei hätte schleichen können. Kann sein, muss aber nicht. So, der bekommt jetzt hier direkt mal ein paar Angriffe in die Fresse. Ja komm, bringt dir überhaupt nichts. Zack, tot, weg ist er. Dieser Lusche. Ich würde trotzdem mal gerne wissen, was dieses Amulett von Yuffie da auf sich hat. Geh jetzt einfach mal durch. Du bekommst die große Substanz nicht. Okay, direkt gegen zwei jetzt. Okay, machen wir doch. Oh nein, ich habe solche Angst. Feuer 3. Auf beide bitte. Besonders viel Leben haben die ja nicht scheinbar. Also wenn sie mit zwei Angriffen weg sind vom Fenster... Ja, siehste, 1800 Schaden an beiden und dann sind die beide auch schon weg. Ist ja keine Herausforderung hier in dem Ding. Alle Substanz habe ich aufgelevelt. Ja, was willst du denn, Junge? Warum? Ah doch, jetzt kann ich auf einmal wieder rennen. Diese hier haben schon etwas größere Waffen. Come at me, du wolltest die große Substanz. Nein, ich will sie immer noch, meine Lieben. Ich will sie immer noch. Reagan. Zuerst mal Reagan. Zuerst mal Reaganen lassen. Wie, die dürfen jeden einmal angreifen. Das ist ja eine Sauerei. Das ist eine Sauerei, ist das. Ja, da, wie oft willst du sie denn angreifen, bitte? Ja, da hat er ihn ja dreimal angegriffen. Das ist ja sehr nett von denen. Ich hoffe, die sind jetzt tot. Denn anders bekommen sie ein Problemchen. Ja, die sind tot. Gut. Kein Problem für Rocky, kein Problem. Nur für Sid scheinbar. Der lässt sich nämlich dreimal angreifen, indem er nochmal vor Yuffie springt. Titan aufgelevelt. So werden die Substanzen noch schön aufgelevelt. Das ist doch mal ein sehr tolles, schönes Gimmick hier. Objekte wollte ich natürlich. So, dann gehen wir doch mal hin. Und machen den mal ein bisschen voll. Und dann nehmen wir uns mal Aether. Und stopfen die rein. So, perfekt. Denn ich habe jetzt die Befürchtung, dass hier jetzt gleich wirklich was auf uns zukommt. Ich habe so ganz schlimmes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Die große Substanz. Wo denn? Das ist die große Substanz? Ah ne, da kommt sie. Oder sie wird abgeholt. Hey, ein Kranspiel. Wie ein Kranspiel? Jetzt sag mir nicht, dass ich den Kran lenken muss. Das ist die große Substanz, die ist aber verdammt klein. Das meinst du? Okay, ich renne einfach mal nach rechts raus in der Hoffnung, dass es hier irgendwie irgendwas zu holen gibt. Nicht, dass wir jetzt wieder zurückrennen müssen. Natürlich, was bist du denn für einer? Erkennst du erstmal drauf. Ich hoffe, dass du nichts Bosshaftes bist. Greife ich doch erstmal an. Ebene 40, Wächter. Ja. 4000, oh, das geht ja. Das geht ja, das geht ja. Raketenschlag, meinst du?
Gut, dann machen wir doch mal einen Eiszauber auf dich drauf. Und dann, sobald er wieder dran ist, machen wir doch mal einen Megasprung. Und dann dürfte er auch schon tot sein. Ja, das war's auch schon. Eis gegen diese Maschine merken sehr gut. Man braucht schon fast keinen Damage mehr drauf zu machen. Da reicht ein Angriff von jedem aus, solange er nicht misst. Wir haben es geschafft. Wer bist du denn da vorne? Ist das etwa... Die große Substanz wird davon gefahren? Beziehungsweise davon getragen. Hey, das ist meine! Gib die wieder her! Nö, ich bekomme sie, glaube ich, nicht so schnell. Das ist ja eine Sauerei. Gib die sofort her! Jetzt sag mir nicht, dass sie fahren. Ich verfolge die bis an den Arsch der Welt, ich sag's euch. Hier, ey, du da, wie heißt der? Reno? Was machst du? Beim Laden helfen? Was? Rocky. Ich arbeite nicht gratis. Das steht fest. Ich soll körperliche Arbeit leisten. Rück schon raus, oder? Mach schon. Ich glaube, jetzt holt er gleich seine Karatefähigkeiten raus. Ich habe leider keine Zeit, mich mit euch zu beschäftigen. Och nö. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Die große Substanz hat Vorrang. Das ist jetzt wirklich ein Scherz. Bossfight, liebe Leute. Bossfight. So, wer ist denn als erstes dran? Maschine, Blitz 3 auf das Vieh. Das hat 3 Ziele. Was zur Hölle? Ich habe keine Chance gegen das Ding. Alter! Willst du mich eigentlich gerade verarschen? Ja, also... Tot! LOL? Wollt ihr mich eigentlich gerade verarschen? Wie ist denn das Vieh bitte drauf? Das hat mit seinem ersten Angriff direkt mal 2 von unseren Leuten ausgeschaltet. Mit seinem ersten. Ich fasse es gerade nicht. Das kannst du doch keinem erzählen, oder? Das ist ja jetzt geil. Mit dem ersten Angriff gerade mal einfach alles ausgeschaltet, was ihm in den Weg kam. So, fangen wir eben wieder von hier an. Na gut, hier gehen wir noch so durch, wie wir gerade sind. Und dann, würde ich sagen, benutze ich den zweiten Slot, speichere hier noch diese ganzen Chose, bevor ich zu Reno gehe. Und, ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Dann müssen wir Substanzen abrüsten. Wir können hier nicht mit allen Substanzen reingehen. Der Einzige, der gerade diesen ersten Schlag hier überlebt hat, war einfach mal Rocky. Und wir brauchen sicherlich 3. Kannst ja jetzt keinem erzählen. Ja komm, lass mich durch. Also wie brutal war der denn jetzt bitte? Aber ich denke, das ist so einer, der kloppt am Anfang direkt mit seinem ersten Angriff so mega viel Damage raus. Und so gegen Ende hin wird er dann so ein bisschen... Naja, wie soll man sagen? So ein bisschen lower. So. Ich hau jetzt hier einfach schnell immer diese Angriffe raus und dann funktioniert das schon. Gleich hauen wir sowieso wieder Äther rein und raus und was weiß ich was, wohin. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens 2000 Leben mit jedem von unseren Charakteren. So geht das nicht. Alter, hat der mich gerade weggebasht. Ich dachte schon, ist das jetzt irgendwie so ein Gegner, so ein Special-Gegner, aber scheinbar ja nicht, ne? Holy shit. Happy Krishna, würde ich da sagen.
Haben wir für Rocky überhaupt irgendwelche Aufrufe ausgerüstet? Ich habe gerade keine Ahnung. Ja komm, genau, Sid. Du machst es. Du bist der Mann. Dort. Gut, der Blitz war dann doch jetzt ein bisschen unnötig. Alter, hat mich das Vieh gerade weggedonnert, ey. Das kannst du ja keinem erzählen, wie brutal das gerade war. Holy shit. Also, ganz ehrlich, da versuche ich. Warte mal, ich muss mal gerade was gucken. Haben wir endlich Phönix ausgerüstet? Ja, Phönix haben wir ausgerüstet. Müssen wir direkt mal dann ausprobieren später. So. Gucken wir doch... Ah, ne, warte mal, der Gegner kam doch jetzt noch gar nicht. Trotzdem könnten wir vielleicht für die liebe Yuffie den ein oder anderen Heiltrank raushauen. Denn mit der geht's ja nicht so gut. So, jetzt kommen wir wieder hierher. Jetzt muss ich gucken, ob ich das vielleicht irgendwie vorgespult bekomme. Gucken wir doch einfach mal F4. Ja, ein bisschen vorgespult geht's hier. Ja. Bisschen schneller, bitte. Haben wir eben schon alles gesehen. Ja, ist ja okay. Ja, genau, raus damit. Ihr seht, es ist gerade ein bisschen beschleunigt hier alles. Und wieder in den gleichen Fight rein wie vorhin. Machen wir die Framerate wieder an, dass wir hier nichts verpassen. Ach, jetzt sind es auf einmal... Ah, ne, waren es eben schon zwei? Ich weiß es gerade nicht. Ne, ich glaube, eben war es nur einer, oder? Ich bin gerade so gespannt, was wir hier gleich in dem Bossfight sagen werden. Keiner tot! Okay. Ja, ich wollte gerade schon sagen, wäre der jetzt nicht gestorben, dann hätte ich da aber mal hier den Aufstand geprobt. Zack. Wapp. Wie, noch nicht tot? Jetzt habe ich aber gerade schon gedacht, jetzt haut Yuffie nur 2200 Schaden raus, jetzt ist er ja aber mal Schluss mit lustig. Aber okay, puh. Boah, Alter, jetzt wird's hier aber richtig problematisch. Gut, wir rüsten zuerst mal nichts aus, sondern gehen zuerst mal in die Substanzen von den guten Alten rein. Bahamut, wir müssen auf jeden Fall gucken, was hier den meisten Damage macht. Odin, was haben wir denn hier? Chocomog, Wind. Den hauen wir einfach mal raus. Haben wir schon mal 1800 und mit dem... Ja gut, das braucht ja viel. Wir brauchen die dicken Zauber. Hier, die ersten zwei. Das ruft Odin und Bahamut. Titan, Erde, Blitz, Feuer. Feuer rüst dich mal ab. Wind auch, weil da drin kommt eine Maschine auf uns zu. Das wird eventuell... Gut, dann machen wir Titan noch weg. Gut, bei ihr. Leviathan ist Wasser, Kälte. Neo-Bahamut, der ist auf jeden Fall wichtig. Geschick. Ultima. Starke Substanz. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, die nehmen wir jetzt aber trotzdem nicht mit. Ist gerade so wichtig hier. Ach Gott, was machen wir denn jetzt? Wir können doch nicht Neo-Bahamut hier lassen. Leviathan können wir hier lassen. Leviathan können wir ihn mitnehmen lassen. Könnte dann aber knapp werden, ne? Ich glaube, so riskieren wir es. Dann füllen wir nochmal jeden sein Leben auf. Schön. Volle Pulle. Heiltränke. Äther. Na gut, haben wir gerade Turbo-Äther rein. Jedenfalls bei ihm hier. Oh, nee, natürlich keine... Hier. Gut,
Und dann wechseln wir mal auf Slot 2, drücken mal F1. Und dann an dieser Stelle sage ich einfach mal, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. In der nächsten Folge gehen wir zu dem Boss und werden mal gucken, ob er uns wieder vor Anhieb wegbasht oder ob er uns dann mal ein bisschen weniger Damage macht. Ich würde sagen, ich bin die Rockkartoffel und tschüss, bis morgen.